Ja, nur damit wirklich klar ist, was sich in diesen Tagen abspielt. Es geht nicht nur um Geld, es geht auch um das Einhalten von Verträgen. Eigentlich war bei der Einführung des Euro ausdrücklich verboten worden, dass ein Land für die Schulden eines anderen aufkommt. Und es war ausdrücklich nicht vorgesehen, dass die Zentralbank Staatsanleihen aufkauft. Damit sollte der Euro hart und stabil gehalten werden. Aber das alles gilt nicht mehr. Inzwischen kauft die EZB griechische Staatsanleihen, auch wenn der Markt sie als Schrott einstuft. Wer solche Papiere hat, der lädt sie jetzt natürlich in Frankfurt ab. Marion von Haaren zeigt, wer wirklich davon profitiert. Bilder der Zerstörung, Bilder der Wut. Schon vor über einem Jahr zertrümmerten griechische Demonstranten eine Filiale der Eurobank in Athen. Das war kein Zufall. Sie gehört zum Imperium von Spiros Latsis. Er ist Banker, Reeder und Griechenlands reichster Mann. Es gibt nur wenige Bilder von ihm, denn er ist äußerst scheu. Heute ist Latsis Hauptprofiteur des europäischen Rettungspakets. 2009 besaß er griechische Staatsanleihen im Nominalwert von 12 Milliarden Euro. Diese Papiere wären ohne das europäische Rettungspaket nichts wert. Seit die Europäische Zentralbank griechische Staatsanleihen aufkauft, seit Griechenlands Finanzminister weiß, dass der Staat und seine Finanziers nicht pleite gehen, ist nicht das Volk, aber Spiros Latsis die griechische Krise los. Latsis ist nicht nur Griechenlands wichtigster Banker, er beherrscht auch die wichtigsten Medien des Landes. So ist sichergestellt, dass sich kaum ein Journalist mit Latsis Eurobank beschäftigt, wie die Frankfurter Allgemeine Zeitung berichtet. Zum Beispiel auch nicht mit der Frage, wer den europäischen Rettungsschirm für Griechenland erfunden hat. Das Problem ist in Griechenland entstanden, also besteht der Verdacht, dass es auch von griechischen Banken dieser Rettungsschirm entwickelt worden ist, zumindest die Idee dazu. Bekannt ist, dass Latsis beste Kontakte zu EU-Kommissionspräsident Barroso pflegt. Der geriet 2005 in die Schlagzeilen, weil er sich von Latsis mehrfach zu Kreuzfahrten auf dessen Luxusjacht einladen ließ. Auch der jetzige Regierungschef Papandreou kommt ohne seinen ersten Private Banker kaum aus, sodass Latsis vermutlich laufend über die europäischen Entscheidungen in Sachen Griechenlandhilfe informiert war. Im Herbst 2009 horcht die Öffentlichkeit auf. Latsis Bankengruppe in Genf wechselt ihren Standort. Sie zieht von der Schweiz, einem Nicht-Euro-Land, nach Luxemburg in die Eurozone. Damit wechseln 12 Milliarden griechischer Staatsanleihen ihren Standort. Wollten die Schweizer den undurchsichtigen und kaum kontrollierbaren Banker Latsis loswerden? Vielleicht. Vielleicht gibt es aber noch eine andere Erklärung. Ja, wenn Sie zum Beispiel ihren Geschäftssitz aus dem Ausland in die Eurozone verlegen, dann ist es leichter für sie, in den Genuss des Schutzschirms zu kommen. Gut gemacht. Luxemburgs Regierungschef Juncker gratuliert Griechenlands Finanzminister. Das Volk hat die Krise, aber die Banker sind fein raus.